Meine Damen und Herren, keine Angst, es ist das letzte Mal für heute. Ich will mich auch bedanken, wie die Frau Spaniol das eben gemacht hat, beim Ministerpräsidenten. Ich habe die letzte Woche in der Tat darauf hingewiesen, dass wir dringend den Notfallfonds für die Studierenden neu auflegen müssen, auch mit der Summe 300.000 Euro. Und ich bin froh, dass der Ministerpräsident dies getan hat. Vielen Dank. Wir helfen damit den Studierenden, die sich derzeit in Not befinden und auf Hilfe angewiesen sind. Denn zur Wahrheit gehört auch dazu, dass leider Gottes die bundesstaatlichen Hilfen für die Studierenden oftmals ausschließen. Aber Frau Spaniol, um auf Ihren Punkt eben zurückzukommen, auf die soziale Lage der Studierenden, bei den Bundeshilfen haben wir einen überproportionalen hohen Anteil von abgelehnten Anträgen im Saarland zu verzeichnen. Und das muss uns zu denken geben. Und das sind nicht nur formale Gründe, es sind auch manifeste Gründe, nämlich dass die Bedürftigkeitslage schon vor der Pandemie bestand. Und das Zynische daran ist, dass man dann sagt, ja, deine Notlage ist jetzt nicht pandemiebedingt, deswegen kriegst du nicht, du bleibst also weiter arm, die anderen unterstützen wir, obwohl derjenige, der auch vorher in Armut oder in einer Bedürftigkeitslage sich befunden hat, während der Pandemie auch keine Möglichkeit hat, seine soziale Lage zu verbessern. Und das finde ich nicht gut. Wir haben damit auch bei uns SPD-seitig in den Konferenzen mit den Sprechern der Länder und der Bundestagsfraktion Kämpfe ausgefochten, die Position dann letztendlich hinkommt, dass wir wollten, dass das BAföG zügig geöffnet wird, unbürokratisch, dass alle daran partizipieren können. Und das wurde dann verhindert von der Ministerin und von ihrer sie tragenden Fraktion. Das ist schade, aber umso wichtiger ist, Frau Spaniol, was Sie eben auch gesagt haben, die Schlussfolgerung, dass wir dringend an die Reform des BAföG rangehen müssen. Die damals verkündete Trendwende ist nicht eingetreten. Und wir müssen sicherstellen, dass möglichst viele durch das BAföG gefördert werden mit einem möglichst hohen Satz und Eltern unabhängig in eigener Verantwortung sind erwachsene Menschen, sie sind nicht abhängig von anderen. Aber wir kommen jetzt zu diesem Hochschulgesetz. Wir hatten Gespräche mit den Asten auch in den letzten Tagen, aber ich habe im Wissenschaftsausschuss letztes Jahr im September schon angefragt, wie sieht das aus, was kann man da tun? Und damals war der Druck abgemildert, weil es Einzelfallentscheidungen gab und weil alle Anträge positiv beschieden wurden. Und es wurde dann noch gesagt, wir wollen uns aber im Geleitzug der Länder bewegen und der ist dann zwischenzeitlich, hat sich etwas weiter entfernt, als wir das sind. Wir wären jetzt das einzige Bundesland, das keine Regelung zum Solidarsemester verabschiedet hätte, wenn wir es denn nicht tun würden. Und deswegen war es mir noch mal ein Anliegen, um den Jahreswechsel herum auf die Kollegin Schmidt-Lang zuzugehen und ihr vorzuschlagen, dass wir das tun. Ich will mich da ausdrücklich bei ihr bedanken für das rasche Einvernehmen, das wir in dieser Frage hatten und dass wir das jetzt auch auf den Weg bringen können. Und ich glaube, wir müssen es jetzt aber auch auf den Weg bringen, weil die Zeit läuft uns auch hier schon wieder etwas fort. Die Regelung für die Fristverlängerung in Anführungszeichen für die Beamten auf Zeit in Qualifizierungspositionen ist angesprochen worden. Ich will eine kleine Regelung, die in diesem Gesetzentwurf quasi versteckt ist, auch noch benennen, weil sie für die Studierenden, glaube ich, nicht unwichtig ist. Gerade die Studierenden und die Studierendenvertretung bei der UDS und bei der HTW in Artikel 1 Absatz 1 werden wir Ihnen jeweils einen festen Sitz im erweiterten Präsidium Ihrer Hochschule
zugestehen oder einräumen oder zusagen, garantieren, damit sie auch wirklich teilhaben können an der Diskussion über die strategischen Entwicklungen, über die Hochschulentwicklungen der nächsten Jahre. Und ich glaube, das ist richtig so, dass diese Expertise auch von der Studierendenseite muss da einfügen. Also ich glaube, heute ist eine gute Sache hier für die Studierenden in ihrer Absicht. Wir nehmen Druck, wir schaffen Transparenz, dadurch auch, dass die Regierung die Möglichkeit hat, per Verordnung weitere Semester, sollte es erforderlich sein, quasi freizugeben. Wir schaffen mehr Teilhabe für die Studierenden am Unileben und in den Gremien der Universität. Und ich bitte Sie um Zustimmung zu diesem Antrag.